mein so besonderer Moment beim OHC war auf jeden Fall die Nordostdeutsche Meisterschaft in Dessau. Da erinnere ich mich gerne dran zurück, da das dort einfach geil war. Zusammen mit der Mannschaft in der Halle übernachten und Fußball spielen bis spät in die Nacht. Und dann am nächsten Morgen wieder früh aufstehen, zusammen frühstücken und gleich ins Turnier rein. Leider haben wir da auch nicht so gut abgeschnitten, aber das ist mir eigentlich egal. Mir ging es einfach darum, mit der Mannschaft die Zeit zu verbringen. Es hat richtig Bock gemacht.